Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 43 und es wird um ein Minimierungsproblem gehen mit Nebenbedingungen. Ja, uns interessieren also lokale Extrema unter Nebenbedingungen und das formulieren wir wie folgt. Wir haben eine Funktion groß F gegeben, die ist auf einer Menge Omega definiert. Omega ist eine Teilmenge des Rn. Und wir möchten Groß F minimieren. Und zwar nicht unter allen Punkten in Omega, sondern nur unter jenen Punkten in Omega, die eine zusätzliche Gleichungsnebenbedingung erfüllen. Und diese Gleichungsnebenbedingung ist hier angegeben. Und um die zu formulieren, benutzt man die Funktion klein f, die auf Omega definiert ist und auch reellwertig ist. Und das bedeutet, dass man eben das Omega nicht unter allen Punkten, das F nicht unter allen Punkten in Omega minimieren möchte, sondern nur auf der Null-Niveau-Menge, die zu klein f gehört. Und das könnte zum Beispiel so eine Linie hier sein. Ja, und in diesem Kapitel suchen wir notwendige Bedingungen dafür, dass ein Punkt eine lokale Lösung dieses Problems ist. Was verstehen wir unter einer lokalen Lösung? Darunter verstehen wir einen Punkt x Stern, der dieses Minimierungsproblem eben lokal löst. Und mit lokal ist gemeint, dass man eben eine offene Kugel finden kann um diesen Punkt. Eine Kugel B. Das ist eine offene Kugel um den Punkt x Stern, sodass innerhalb dieser Kugel x Stern diese Problemstellung löst. Das heißt, Groß F von x Stern ist kleiner gleich f von x für alle x in der Kugel, die die Gleichungsnebenbedingungen erfüllen. Hier haben wir ein Beispiel, wo so eine Problemstellung eben auftauchen könnte. Wir möchten den Ausdruck x1 Quadrat bis 3 x2 Quadrat minimieren. Hier ist also Omega der ganze R2 zunächst mal. Und wir haben hier so eine quadratische Funktion. Und wir möchten diesen Ausdruck minimieren unter der Nebenbedingung, dass die euklidische Norm des Vektors mit den Koordinaten x1, x2 eben 1 ist. Und hier ist die euklidische Norm nochmal ausgeschrieben. So, wie kann man diese Problemstellung in die Form bringen, die wir gerade diskutiert hatten? Nun, wir werden Groß F definieren durch diese Abbildung und Klein F kann man dann so definieren, dass man sagt, Klein F ist die euklidische Norm zum Quadrat minus 1. Na, wenn dann Klein F 0 ist, dann ist also klein f ist genau dann 0, wenn diese Nebenbedingung erfüllt ist. Hier könnte man das Quadrat auch erstmal weglassen und einfach sagen, dass die euklidische Norm minus 1 0 sein soll. Das wäre auch äquivalent hierzu. Wir haben jetzt hier ein Quadrat geschrieben, weil dadurch diese Funktion auf ganz R2 differenzierbar wird. Und das ist etwas, was wir gleich benutzen wollen. Ja, hier ist diese Problemstellung visualisiert. Farblich kodiert sind hier die Levelsets von Groß F. Dunkle Farbe heißt, Groß F ist klein. Und wenn man in Richtung Hellgelb geht, wird Groß F eben groß. Und wenn man hier scharf hinschaut, dann sieht man, dass Groß F eben in der 0 minimal ist und dort den Wert 0 hat. Und weil die Levelsets von Groß F eben Ellipsen sind, sieht man hier auch diese ellipsenartige Struktur. In Blau sind die Punkte eingezeichnet, die die Nebenbedingungen erfüllen und das ist ja gerade hier der Einheitskreis. Ja, wenn man sich jetzt einen Punkt, also wenn man das Minimierungsproblem hier lösen möchte unter der Nebenbedingung, bedeutet das, dass man quasi am Einheitskreis entlangläuft und dann an jedem Punkt stehen bleibt, wo das Groß F am kleinsten ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an diesem Punkt uns hier befinden, dann habe ich an dem Punkt mal die zwei Normalen eingezeichnet. Einmal die Normale, diese hier. Das ist die Normale zu der Nebenbedingung, also an den Einheitskreis, die Normale.
Und dann haben wir hier diese zweite Normale eingezeichnet und das ist eine Normale an die Level Sets, an die an Niveaumengen von Groß F. Diese hier. Und wir wissen, dass diese Normalen parallel sind zum Gradienten von klein f bzw. zu Groß F. Das hatten wir schon mal diskutiert. Und es ist so, wenn wir entlang dieser roten Normalen laufen, dann erhöht sich der Wert von f, während wenn wir entgegengesetzt dieses roten Pfeils laufen, dann verringert sich der Wert von Groß F. Und wenn wir orthogonal zu diesem roten Pfeil laufen, dann zumindest wenn wir infinitesimal kleine Schritte nur machen, dann bleibt der Wert von Groß F konstant. So, wenn wir jetzt hier diese blaue Kreislinie durchlaufen, um ein Minimum von f zu finden und wir an dem Punkt, den hier gekennzeichneten oder markierten Punkt starten, dann werden wir, wenn wir nur ganz kleine Schritte machen würden, uns zunächst mal im Tangentialraum oder näherungsweise im Tangentialraum zu diesem Punkt an diese blaue Niveaulinie bewegen. Ich male mal den Tangentialraum ein. Das ist also diese Gerade in dem Bild und das ist die Gerade, die durch den Punkt geht und orthogonal ist zu dem Pfeil in Magenta. Und dann sieht man, wenn man beispielsweise in diese Richtung ein kleines Stück geht, dass dann der Vektor, der diesen Schritt beschreibt, immer eine Komponente hat, die entgegengesetzt zu diesem roten Pfeil ist. Ich kann das hier mal einzeichnen. Da hat man also, man kann jeden Vektor auf dieser Geraden zerlegen in einen Anteil, der orthogonal ist zum roten Pfeil und einen Anteil, der eben parallel ist zum roten Pfeil. Und wenn man in diese Richtung geht, dann bewegt man sich also immer ein kleines Stück entgegengesetzt des roten Pfeiles. Und das bedeutet, wenn es ganz kleine Schritte sind, dass dann sich der Wert von Groß F potenziell verkleinert. Beziehungsweise, wenn der rote Pfeil tatsächlich eine nicht triviale Länge hat, dann wird der Wert von Groß F tatsächlich kleiner. Und das bedeutet nun wiederum, dass dieser Punkt, in dem wir gestartet sind, keine lokale Lösung sein kann für das Minimierungsproblem, weil wir eben durch Laufen der Kurve in diese Richtung den Wert von Groß F verkleinern können. Und das ist auch genau das, was hier in dem Satz jetzt rigoros formuliert wird. Wir gehen den Satz mal durch. Hier müssen wir annehmen, dass Omega offen ist und dass klein f und groß f stetig differenzierbare Funktionen sind. Wir betrachten einen Punkt x Stern, der eine lokale Lösung sein soll zu unserem Minimierungsproblem unter Nebenbedingungen. Und der Gradient von klein f, also der Funktion, welche in der Gleichungsnebenbedingung vorkommt, der soll in dem Punkt an der Stelle x Stern nicht gerade null sein, also nicht trivial sein. Und die Aussage ist, dann existiert ein Lambda, sodass diese Identität gilt. Und da sieht man hier die Gradienten von Groß F und von Klein F am Punkt x Stern und einen Faktor Lambda und dieses Lambda ist ein Lagrange-Multiplikator. Das heißt, geometrisch bedeutet diese Aussage, dass die beiden Gradienten eben parallel sind. Ja, wenn wir uns das Bild anschauen, dann ist diese Bedingung hier, diese notwendige Bedingung, ist eben an dem Punkt, den wir gerade diskutiert haben, nicht erfüllt, weil dort der rote und der Pfeil in Magenta eben nicht parallel sind. Auf der anderen Seite gibt es zwei Punkte in diesem Bild, oder es gibt eigentlich vier Punkte in diesem Bild, wo diese Bedingung hier erfüllt ist. Und hier ist ein Punkt eingezeichnet, das ist dieser hier. Hier sind die Gradienten von klein f und groß f eben parallel. Der andere Punkt liegt hier. Und hier oben gibt es noch einen Punkt und hier unten gibt es noch einen Punkt. Das sind die vier einzigen Punkte auf der Menge, welche die Nebenbedingungen erfüllen, welche dann auch diese notwendige Bedingung erfüllen, für die es also so einen Lagrange-Multiplikator gibt. Und wenn man jetzt mal genau hinguckt und die farbliche Kodierung anschaut,
des Vektorfeldes Groß F, des Skalarfeldes Groß F, dann sieht man, dass das Groß F an diesen beiden Punkten hier einen kleinsten Wert annimmt, und das sind tatsächlich dann auch die Minimierer von Groß F unter der Nebenbedingung, dass man sich nur Vektoren anschaut, die die Länge 1 haben. Gut. Okay, kommen wir zum Beweis. Zunächst war ja ist eine Annahme in diesem Satz ja jene, dass der Gradient von klein f in dem Punkt x Stern von 0 verschieden ist, und das heißt, mindestens eine partielle Ableitung von f im Punkt x Stern muss von 0 verschieden sein. Und indem man die Koordinaten, falls es nötig ist, dann eben umnummeriert, kann man einfach ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass die nte partielle Ableitung, nee, die Ableitung von klein f in die Koordinatenrichtung xn eben von 0 verschieden ist in dem Punkt x Stern. Okay, das nehmen wir jetzt einfach an. Dann ist es notwendig, dass wir diese Notation einführen und die Komponenten dieses Vektors x Stern und auch anderer Vektoren x in mehr n aufteilen in die ersten n-1 Komponenten und in die nte Komponente. Das ist also hier die Notation, die wir verwenden werden. Dieser Strich bedeutet immer, dass man sich die ersten n-1 Komponenten des Vektors ansieht. Dann schauen wir uns diese Gleichung an. Das ist die Nebenbedingungsgleichung. Und wir möchten diese Gleichung nach xn auflösen. Und zwar in der Nähe von unserem Punkt x Stern. Wir wissen, x Stern ist eine lokale Lösung und erfüllt daher diese Gleichungsnebenbedingung. Und da wir jetzt ja angenommen haben, dass die partielle Ableitung von f nach dieser nten Komponente ungleich 0 ist, können wir diese Gleichung nach xn auflösen. Und das sagt der Satz über implizite Funktionen. Und der sagt uns dann, dass es eben eine offene Umgebung U' von x Stern' gibt und eine Funktion g auf dieser Umgebung definiert, sodass für alle Punkte x' aus U' wir hier eine explizite Darstellung der Lösung für diese Gleichungsnebenbedingung erhalten. Versucht da mal ein Bild zu malen. Ich male erstmal ein Koordinatensystem auf. Die horizontale Achse soll für die ersten n-1 Komponenten stehen, vertikale Achse für xn. Und wir haben dann irgendwo hier die Lösungsmenge der Gleichungsnebenbedingung, das könnte vielleicht so aussehen, und auf der liegt ein Punkt x Stern, der uns interessiert. Und der hat Komponenten x Stern n und x' Stern. Und der Satz sagt eben nun aus, dass es hier eben das Argument oder der Satz über implizite Funktionen sagt eben aus, dass es hier diese Umgebung gibt, U'. Zum Beispiel, das wäre diese hier, sodass wir lokal um dieses x' eben die Lösungsmenge als Graph einer Funktion g darstellen können. Das ist also hier passiert. Und das wäre jetzt hier der Graph der Funktion g. Und ja, das ist so gemacht, dass eben dieses U' ist eine Umgebung von x Stern'. So, und jetzt betrachten wir auf dieser Menge U' betrachten wir jetzt die Funktion, die eben f genau entlang des Graphen von g dann auswertet. Wir wissen, dass diese Funktion konstant 0 ist, denn so ist nach dem Satz über implizite Funktion das g konstruiert. Und wir werden jetzt auf zwei verschiedene Arten die partiellen Ableitungen von unserem h ausrechnen. Der eine Weg, die partiellen Ableitungen von h auszurechnen, ist jener, dass man sagt, okay, h ist konstant 0, also sind die partiellen Ableitungen alle 0. Und der andere Weg benutzt die Kettenregel. Und das passiert hier an dieser Stelle. Wenn wir h nach der i-ten Komponente ableiten, wobei i im Bereich 1 bis n minus 1 liegt, also wir leiten nicht nach der nten ab, sondern nur nach
nach einer i-ten Komponente und das h hängt auch nur von n minus 1 Komponenten ab. Wenn wir das machen, dann müssen wir die Kettenregel verwenden, denn wenn wir uns hier das anschauen, was wir in f einsetzen, dann kommt ein xi sowohl hier vor als auch eben hier vor. Und wenn das xi auf diese Komponente fällt, dann kriegt man einfach die i-te Komponente von f ausgewertet an der richtigen Stelle. Und wenn wir jetzt das xi, die partielle Ableitung nach xi, wenn diese hier drauf fällt, dann müssen wir nachdifferenzieren und das ist hier die n-te Komponente von f. Das heißt, wir kriegen hier die n-te partielle Ableitung von f mal die i-te partielle Ableitung von g. Und diese Identität ist einfach die Kettenregel in dieser Situation hier ausgeschrieben. Ja, und weil dieser Ausdruck etwas lang ist, können wir diesen Vektor ersetzen durch x Stern, denn wir wissen, dass x Stern gerade so dargestellt werden kann. Das ist auch etwas, was aus dem Satz über implizite Funktion fällt. Und somit erhalten wir diese Identität, dass f nach xi abgeleitet an der Stelle x Stern plus g nach xi abgeleitet bei x Stern Strich mal die n-te Ableitung oder die Ableitung von f nach xn bei x Stern gerade 0 ergibt. Und das haben wir hier oben auch nochmal hinkopiert, weil wir diese Gleichung gleich nochmal verwenden müssen. Ja, und was wir jetzt machen, ist, dass wir uns die Funktion ansehen, die wir minimieren möchten. Und wir schauen uns die Funktion an nur auf dem Graphen, der lokal unsere Menge beschreibt, welche die Nebenbedingungen erfüllt. Und lokal um x Stern, also den Punkt, der uns interessiert, ist diese Menge eben gerade durch den Graphen von g beschrieben. Okay, deshalb führen wir jetzt also die Funktion f tilde ein, die ist auf O' definiert, hängt also nur von n minus 1 Variablen ab. Und die Funktionsvorschrift ist diese hier. Wir wissen bereits, dass x Stern ja ein Minimum ist von Groß F und weil x Stern auch geschrieben werden kann als x Stern Strich, x Stern n, beziehungsweise das ist dasselbe wie x Stern Strich, g von x Stern Strich. Aufgrund dieser Tatsache wissen wir, dass also dann x Stern Strich ein lokales Minimum ist von f Tilde. Und das bedeutet, dass der Gradient bei f Tilde eben verschwindet, weil f Tilde auch eine stetig differenzierbare Funktion ist. Und damit wissen wir, dass für alle Koordinaten i, für i gleich 1 bis n minus 1, diese partiellen Ableitungen eben 0 sind. Andererseits können wir diesen Ausdruck mit Hilfe der Kettenregel wieder anders aufschreiben und erhalten wie gerade eben dann diese Gleichung. Und diese Gleichung sieht genauso aus wie die Gleichung, die wir für klein f bekommen haben. Was wir jetzt machen können, ist diese Gleichung hier oben mit der partiellen Ableitung von Groß F nach xn multiplizieren und diese Gleichung hier unten können wir mit der partiellen Ableitung von klein f nach xn multiplizieren, beides mal am Punkt x Stern. Und wenn wir das so machen, dann erhalten wir jeweils zwei Terme. Der erste Term ist ein Produkt mit zwei Faktoren und der zweite Term ist jeweils ein Produkt mit drei Faktoren. Hier genauso, das ist also der Term mit den drei Faktoren und die Terme mit den drei Faktoren sind identisch. Wenn man da mal genau hinschaut, kommt da immer g nach xi vor, klein f nach xn und groß f nach xn. Und das steht dann hier und auch hier. Und das bedeutet, wenn man jetzt diese Gleichung gleichsetzt, dann bleibt letztlich eine Gleichung übrig für die Terme, die nur zwei Faktoren haben und die sieht man hier. Das ist also diese Identität und die gilt für alle i gleich 1 bis n minus 1. Und wir können jetzt in dieser Gleichung diesen Faktor
der hier steht, noch auf die rechte Seite bringen, indem wir durch den teilen. Und das dürfen wir, weil wir angenommen haben, dass diese partielle Ableitung von 0 verschieden ist. Und wenn wir dann den Faktor, der da rauskommt, mit Lambda bezeichnen, dann sehen wir, dass der Gradient von Groß F sich schreiben lässt als Lambda mal der Gradient von Klein F an der Stelle x Stern. Und das war ja genau das, was wir beweisen wollten. Okay, dann schauen wir uns noch ein Beispiel an. Wir möchten uns jetzt im Rn die Funktion Groß F anschauen, und das Groß F ist einfach eine quadratische Funktion mit einer Matrix A, die symmetrisch ist, und wir nehmen mal an, dass die auch positiv definiert ist. Wir betrachten jetzt das Minimierungsproblem, das so ähnlich aussah wie jenes im Eingangsbeispiel, wo klein n gleich 2 war. Wir möchten das große F minimieren unter der Nebenbedingung, dass die Vektoren, die wir uns ansehen, alle die Länge 1 haben, die euklidische Länge 1. So wie im Eingangsbeispiel werden wir die Gleichungsnebenbedingung so formulieren, dass wir dieses klein f einführen, wobei hier jedes Mal die euklidische Norm steht. Und jetzt möchten wir den Satz anwenden, um eine notwendige Bedingung für Minimierer zu erhalten. Und dazu müssen wir die Gradienten ausrechnen. Für Groß F ist der Gradient, wie wir schon wissen, gerade 2 mal a mal x. Und für Klein F ist der Gradient gerade 2x. Und das ist also eine notwendige Bedingung dafür, dass ein Punkt tatsächlich eine lokale Lösung für dieses Problem sein kann. Okay. Ja, wir möchten den Satz an dem Beispiel nochmal illustrieren. Das Beispiel, das wir uns hier ansehen, ist sehr ähnlich zu dem Eingangsbeispiel, nur jetzt für höhere Dimensionen und für allgemeinere quadratische Funktionen. Wir schauen uns also ein Groß F an auf dem Rn. Das Groß F sei quadratisch. Besitzt also so eine Darstellung. Der Punkt ist das Skalarprodukt im Rn, das euklidische Skalarprodukt, und das A ist eine Matrix, eine n-Kreuz-n-Matrix, die symmetrisch ist. Und wir möchten dieses Groß F minimieren, und zwar unter allen Vektoren, deren euklidische Norm gleich 1 ist. Und diese Gleichungsnebenbedingung formulieren wir wieder mit einer Funktion klein f, die hier durchgegeben ist, so wie bei dem Eingangsbeispiel. Und dieses klein f ist dadurch, wenn man das so mit dem Quadrat hier formuliert, ist eben eine stetig differenzierbare Funktion, genauso wie groß f. Ja, nachher möchten wir den Satz anwenden, dazu brauchen wir die Gradienten. Und zunächst einmal kann man die Gradienten von groß f und klein f ausrechnen, und die sind hier gegeben. Das hatten wir im Kapitel über Skalarfelder schon mal gemacht. Als erstes wollen wir uns die Frage stellen, ob dieses Minimierungsproblem mit Nebenbedingungen eine Lösung besitzt. Dazu stellt man fest, dass die Menge aller Punkte, die die Nebenbedingungen erfüllen, und das ist gerade in dem Beispiel die Einheitssphäre, eine kompakte Menge ist. Und da f stetig ist, nimmt Groß F eben auf einer kompakten Menge Extremalwerte an, und dadurch folgt, können wir folgern, dass auf alle Fälle mal ein Minimum x Stern in S existiert. Und was daraus folgt, ist, dass sogar dieses Minimierungsproblem mit Nebenbedingungen mindestens eine Lösung besitzt. Okay, und die Lösung x Stern, die wir hier sozusagen abstrakt über ein Kompaktheitsargument erhalten haben, die möchten wir jetzt besser verstehen. Und um die besser zu verstehen, möchten wir den Satz anwenden. Und in dem Satz ist eine Bedingung, die auftaucht, jene, dass der Gradient von klein f von 0 verschieden sein muss. Und jetzt hat man hier ein Glück, das Minimum liegt ja in S, in der Einheitssphäre, aber für jeden Punkt in der Einheitssphäre ist der Gradient von klein f schon mal von 0 verschieden. Von daher können wir den Satz anwenden. Und der Satz sagt uns nun, es gibt also einen Lagrange-Multiplikator, sodass der Gradient von Groß F Lambda mal der Gradient von Klein F ist. Jetzt können wir hier die
expliziten Formel für die Gradienten einsetzen. Und dann steht hier auf der linken Seite steht dann 2 ax Stern. Und auf der rechten Seite steht Lambda mal 2x Stern. Wenn man die 2 auf beiden Seiten kürzt, erhalten wir diese Gleichung hier. Also ax Stern ist gleich Lambda x Stern. Und das bedeutet, dass eine Lösung für dieses Minimierungsproblem unter Nebenbedingungen ein Eigenwert, ein Eigenvektor ist für die Matrix A. Und der Lagrange-Multiplikator ist gerade ein Eigenwert der Matrix A. In anderen Worten, die notwendige Bedingung aus dem Satz 5.2 sagt uns nun, dass der Lagrange-Multiplikator und die lokale oder in dem Fall sogar globale Lösung unseres Extremalproblems ein Eigenpaar ist. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob denn jedes Eigenpaar auch uns eine Lösung des Minimierungsproblems ergibt. Und wir werden jetzt argumentieren, dass das nicht der Fall ist. Und das zeigt auch, dass diese Bedingung, die wir rausbekommen in unserem Satz, nur eine notwendige Bedingung ist und keine hinreichende. Und um das ein bisschen zu durchdenken, nehmen wir mal an, dass A meinetwegen symmetrisch positiv definiert ist und Eigenwerte hat, die paarweise verschieden sind und so angeordnet sind. Also wir nehmen an, die Eigenwerte sind alle positiv, voneinander verschieden und wir haben n Eigenwerte. Und zu diesen n Eigenwerten gehören n Eigenvektoren. Man kann normierte Eigenvektoren nehmen, dann liegen sie auch in unserer Sphäre, in unserer zulässigen Menge S. Und für diese Eigenvektoren kann man jetzt die Funktionswerte von der quadratischen Form F ausrechnen. Das passiert hier. Hier ist einfach die Definition von Groß F verwendet. Hier verwendet man, dass man Eigenwert hat und hier verwendet man, dass man normiert ist. Und dann sieht man, dass Groß F für so einen Eigenvektor gerade den Eigenwert annimmt. Und weil jetzt die Eigenwerte, weil wir die so durchnummeriert haben, dass sie nach ihrer Größe sortiert sind, ist eben der kleinste Eigenwert gerade Lambda 1 und der Eigenvektor zu Lambda 1 ist eben dann ein Minimierer des Minimierungsproblems. Während zum Beispiel der Eigenvektor V2 bis Vn, das wären alles zwar Eigenvektoren, aber die wären keine Lösung für unser Minimierungsproblem. Eine Nebenbemerkung ist noch, dass der Zugang, das Eigenwert zu lösen, indem man ein Minimierungsproblem löst, dieser Zugang wird eben das Rayleigh-Ritz-Prinzip genannt. Und man kann damit nicht nur den kleinsten Eigenwert bestimmen, sondern durch zusätzliche Nebenbedingungen auch dann den zweiten, den dritten Eigenwert und so weiter bestimmen und erhält er dadurch einen variationellen Zugang zum Eigenwertproblem. Ja, und damit sind wir am Ende von diesem Lernvideo. Bis zum nächsten Mal.